So, willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Ja, und ich befinde mich immer noch in dieser irreparablen, schrecklichen Situation. Da ist der Riese. Wo ist er denn hin? Oh, da ist noch ein Vogel, eine Harpie. Das zeigt keinerlei Wirkung. Ich laufe jetzt hier mal an einem Troll vorbei. Ganz gleich, ob das was bringt oder nicht. Oh, schöne Musik hier. Alchemistenmantel. Oh, nehmen wir mal mit. Ja, hier sieht es auch so ähnlich aus wie in dem Startgebiet. Von dem ganzen Spaß hier. Ja, das ist fast das gleiche. Das ist ziemlich identisch. Bloß, dass hier ein Stein im Weg liegt. Den kann man aber hier rollen. Lebt meine Gefährtin überhaupt noch? Ja. Oh, da sind noch ein paar Goblins. Sind die diesmal schwächer? Ja, die sind schwächer, die kann ich töten. Das ist scheinbar ein anderer Eingang zum Cockatrice. Sehen. Yoshi liegt am Boden. Die muss ich hier mit mir durchquälen. Ja, die halten hier aber auch schon einiges weg, ey. Ist auf jeden Fall nicht so easy peasy. Halten aber eisern diese Tür. Aua. Ja, und du schießt die Wand an. Sehr klug. Zumindest ein bisschen Geld. Können wir uns neue Sprengpfeile kaufen. Habe ich da jetzt eigentlich alle von aufgebraucht? Nö, 25 haben wir noch. Wir sind ja noch richtig reich damit. So, jetzt gucken wir mal, da oben ist noch einer rumgehantiert. Die machen wir auch noch platt. So, noch eine Schatzkiste. Oh, Aufstieg, sehr schön. Level 29. Nochmal ein guter Riftsplitter, sehr gut. Niemand. Jetzt schauen wir mal, ob das Cockatrice von vorne ist. Vorhin ist. Da bin ich mir nämlich nicht mal so sicher. Ja, tatsächlich, das ist... gute altbekannte Cockatrice. Da ist aber auch schon der Wolf, also gehen wir weiter. Das wird nicht leichter. Was ist denn hier unten? Kann man da runter? Nee, das sieht tödlich aus. Ich glaube, da kann ich nicht runterspringen. Also da Cockatrice, da Wolf, da Riese, da. Das wird nicht lustiger. Wo bin ich denn hier? Ah, hier bin ich oben. Ah, interessant. Hier stehen ja Fässer. Oh, 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 oh. Da kann ja fliegen, das habe ich ganz vergessen. Ja, das klappt nicht. So wie ich mir dachte. Was auch immer. Sah interessant aus. Vielleicht so? Nee, geht nicht runter. Komme ich nicht ran. Oh, meine Kollegin stirbt. Aufstehenmittel. Weiter geht's. Ja, was mache ich hier jetzt überhaupt? Das fragt sich natürlich mal so mancher, aber ich versuche halt ein bisschen guten Loot rauszuschlagen, wenn wir schon zwei Folgen mit verschwendet haben. Und dann halt wieder zurückkehren an in die Ursprungssituation. Bevor wir hier gelandet sind. Radknollensaft, nehmen wir mal mit. Vielleicht finden wir ja so den ein oder anderen Gegenstand, der uns dann nachher dafür weiterhelfen kann.
andere Gegner leichter zu besiegen. Irgend so ein gutes Schwert oder so. Da waren ja schon einige Dinge dabei. Das eine sah aus wie ein Samurai-Schwert. Bin mir aber jetzt selbst nicht so ganz sicher, was das war. So, jetzt gucken wir mal hier, ob wir da auch noch irgendwo rein können. Sieht nicht so aus. Lass mal getrost stehen. Oh. Die hat es im Sturz erwischt. Können wir uns gleich mal drum kümmern. Komm, wir gehen hier lang. Die da können wir eh nicht beschädigen. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Ist jetzt irgendwas uns gefolgt? Ne, sieht gut aus. Der klebt da oben fest. Das ist in Ordnung so. Da ist nochmal eine Truhe. Lazurus-Splitter. Ja, ich habe jetzt auch mal, wie gesagt, offscreen so ein bisschen die Sachen gemischt. So richtig Gutes kam dabei nicht heraus. Also besser gesagt gar nichts. Habe jetzt nicht irgendwelche super Items irgendwie aus dem Zeug craften können. Beim Verbinden, da muss ich mir wahrscheinlich doch mal, wenn ich mich da nicht Millionen Stunden mit beschäftigen will, doch mal eine Liste oder so ausdrucken. Was man denn so Cooles machen kann mit den ganzen Items, die man mischen kann. Also wie gesagt, ich habe bis jetzt nichts gefunden, das irgendwas gebracht hätte. Jetzt versuche ich mich mal an den da hier noch einmal. Der kommt nämlich ausgerechnet nicht hierher, das ist gut. Aber der macht halt auch überhaupt... Das macht ihm nichts aus. Jetzt machen wir mal einen Superschuss. Gar nichts. Das würde ich gegen eine Wand schießen. Oh, und ich schieße auch noch Feuerbällchen. Das war meine letzte Hoffnung, einen Sprengpfeil mal ausprobieren. Da bin ich aber, da gehe ich aber sachte mit um in dem Fall. Nichts. Wow, da schießt jemand auf uns. Huiuiui. Okay, alles klar. Also damit kommen wir nicht weiter. Jetzt wollen wir mal bloß den Loot hier rüber lenken. Komm. Müssen wir wieder hoch. Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Oh, da ist noch eine Schatztruhe versteckt. Kann ich da nicht so einen Seitsprung machen? Nee, da muss ich hoch und dann... Oh, wie ist denn die schon wieder gestorben? Ich stehe nochmal auf hier. Da bin ich ja froh, dass ich diesen einen Riftstein repariert habe. Dass ich meine Leute hier auch in dem Gebiet in der Nähe noch wiederbeleben kann. Aber so, so typisch ist das anscheinend dann nicht. Ja, da komme ich nicht ran. Boah, irgendwie muss ich doch rankommen. Uah. Irgendwie muss ich doch da rankommen. Doch, durch einen gezielten blöden Sprung, aber wie? Oh, jetzt ist, glaube ich, meine Kollegin auch weg. Aus irgendeinem Grund. Ne, da unten ist sie. Hat man bloß kurz nicht gesehen im Menü. Den kann ich ja auch von hier aus nicht irgendwie... Weil der gerade so schön festbackt. Ja, ich bin mir nicht sicher, zieht es was ab oder nicht. Machen wir mal einen stärkeren Schuss. Ja, das ist so ein Bergtroll. Die kennen wir doch schon. Natürlich zieht es was ab, aber das ist halt eine Sache von Stunden. Das wissen wir ja noch. Ah ja, von hier aus vielleicht. Schauen wir mal. Ein Liftstein. Ein Liftstein wäre jetzt vielleicht gar nicht so dumm. Fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe solche Steine, mit denen man sich teleportieren kann. Kann man die hier auch nutzen, ist die Frage. Probieren wir es mal einfach aus. Ewiger Reisestein, Liftstein benutzen. Ja, das geht tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und wo komme ich da hin? Weil die beamt mich ja jetzt direkt irgendwo hin. Inhalt wird gespeichert, also jetzt ist auch alles zerschossen. Ah, jetzt bin ich wieder am Eingang. Okay.
Ich dachte jetzt eher, das schickt mich zum Händler. Macht nichts, werden wir mal hier ganz kurz. Erstmal gehen wir. Es steht nichts Neues, okay. Ich hoffe, es wird mir genehmigt. Bla 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 bla. Dann gucken wir mal. Verwaltung des Lagers, Fertigkeit, Laufbahn, Bereinigung beauftragen. Schauen wir mal, was haben wir da Schönes. Ich glaube, die guten Sachen sind im Lager. Entnehmen. Beziehungsweise, dass da noch welche im Lager sind. Genau. Dann tun wir mal die raus hier. Davon sind 7. Das sind aber auch nur 1er. Auch nur 1er. Jetzt gucken wir mal, was ist denn das, hier. Bereinigung beauftragen. Wir haben nämlich 1 mit, Stufe 1, Stufe 1. Ist alles nur Stufe 1. Aber das hier kostet 4000. Ich mach das. Will's wissen. Misteldiadem wurde bereinigt. Ein mit Mistelzweig verzierter Reif, berühmt für seine belebenden Eigenschaften. Die Einhornform verleiht ihm einen Hauch von Mystik. Oh. Jetzt hoffe ich mal, dass das was richtig Geiles ist. Diese Zusammenfassung der Bereinigung schließen. Was? Ja, ja. Fortfahren. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Vielleicht ist das ja das Ding, was mir in den Kopf muss. Wenn ich schon mal ein Prinzessinnenkleid da habe, dann können wir da jetzt auch noch ein bisschen. Wo ist es denn? Könnte ich mal bitte wissen, wo das ist? Vielleicht ist es kein Kopfschmuck. Stopp. Dann gehen wir mal raus hier. Vielleicht ist es ja gar kein Kopfschmuck. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wo soll denn das sein? Mädel? Ich habe dafür 4000 Lappen hingelegt. Wo ist das Ding? Vielleicht im Lager. Was ein bisschen seltsam wäre, aber... Nein! Wo ist die Scheiße? Ausrüstung wechseln. Ah, da, hier. Huiuiui, jetzt habe ich aber schon... Einhorn ist richtig. Bringt gar nichts. Bringt überhaupt nichts, aber vielleicht... Einmal Details. Ein mit Mistelzweig berühmt für seine belebenden Eigenschaften. Elemente 3 und... was soll denn das bringen? Das ist ja mal richtig scheiße. Das gibt hier nichts. Da kriegt man ja nichts für. Die Frage ist halt, ob das ein Regina oder sowas, also Regeneration oder sowas verleiht. So hört es sich nämlich eigentlich an. Ich probiere es jetzt mal aus. Vielleicht merke ich dann was. Habe ich jetzt irgendeinen Zustand? Nö, ich sehe einfach nur, wo sind meine ganzen Klamotten eigentlich hin? Hat das jetzt gleich dazu geführt, dass ich nackt bin? Was soll der Scheiß? Hä? Ich bin etwas verwirrt. Ich habe auch irgendwie nichts mehr... Doch, das da habe ich noch. Aber warum bin ich denn ausgezogen überhaupt? Naja, ich... meine, so störend ist das jetzt nicht, aber... ich würde schon gerne wissen, warum. So, es tut mir leid, ich ziehe mich wieder an. So. Aber Beine und alles ist weg. Alles weg. Das ist cool, eine Superman-Cape, das nichts bringt. Nur Mist gefunden. Bloß meine Ringe habe ich noch an. Also wo ist denn jetzt mein Zeug? Was haben wir denn hier eigentlich? Das haben wir noch gar nicht gesehen. Hagelschlag. Ein magischer Bogen aus besonderem reinem Metall, der die Kraft seiner Pfeile im Flug verstärkt. Ja, und warum kann ich den nicht tragen? Magischer Bogen. Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt nichts mehr an. Warum denn nicht? Habe ich jetzt irgendwas Falsches gedrückt? Irgendeinen falschen Knopf? Gehen wir nochmal aufs Lager. Ja. Verwaltung des Lagers. Ausrüstung wechseln. Mein Zeug ist alles hier. Das ist das, was ich anhatte.
So. Unverschämtheit. Ach so. Kann es sein, dass ich, wenn ich das Kleid trage, nichts anderes tragen kann? Das wäre natürlich sehr peinlich. Jetzt ziehe ich das noch an, kurzfristig, um zu schauen. Ja, das bringt eigentlich ein bisschen mehr. Wenn ich das Kleid trage, kann ich nichts anderes tragen. Aber das hat unglaublich hohe Abwehr. Deswegen ist es, glaube ich, fast logischer. Ja, deswegen hatte ich nichts anderes mehr an. Verständlich. Aber das hat er doch unglaublich. Deswegen habe ich das auch angezogen überhaupt erst. Weil das ja unglaublich stark ist. Also das ist ja Bombe. So. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal unsere Kollegen wiederbeleben. Weiß nicht, wo ich das jetzt am besten mache. Ja, das war das zerkratzte Ding. Ich werde mal, kann ich jetzt hier zurückreisen? Wie reise ich denn zurück? Sag mir das mal, Ische. Fertigen, mach mal noch kurz Fertigkeiten. Vielleicht kann die ja schon was Neues. Die hat nämlich Disziplin 590 dazu bekommen. Beinstärke, macht Bewegung, Stufe, Armstärke, halbiert den Verbrauch auf der Ausdauer im Festhalten an Objekten oder Klimmen. Ist jetzt nichts wirklich dabei. Vorwärtsrolle, führt eine Fallen eine Vorwärtsrolle aus, eignet sich besonders clever Ausweichmanöver. Okay. Durchbogen, Kernfähigkeiten. Mir geht gerade gar nicht. Das ist mir jetzt alles zu. Laufbahn wechseln, gucken wir mal. Ah ja, ich kann ja hier noch was anderes machen, wenn ich will. Sekundärwaffe Langbogen. Das bin ich doch schon, oder? Bin ich schon Waldläufer? Schön, dass ich das nicht weiß, ne? Mystischer Ritter. Magisches Schild. Bogen. Assassine ist interessant. Schwert, Dolch. Ich kann dann auch nämlich ein Schwert unten ein Schild tragen. Okay. Magischbogen. Dolch, Stab. Magischbogenschütze. Hört sich auch nicht uninteressant an. Mal gucken, wie weit ist denn meine Ranglaufbahn eigentlich hier? Ich bin. Ah ja, ich bin Streicher. Und ich habe den Rang schon voll. Okay, interessant. Langbogen. Mich würde jetzt tatsächlich der Magischbogen interessieren, weil da habe ich auch einen gefunden. Und sieht auch gar nicht so schlecht aus. Kann dann anscheinend auch Magie beschwören. Oh, jetzt klingelt mein Handy. Das heißt, meine Zeit ist vorbei. Diesmal. Ich mach das mal. Einfach mal aus Prinzip. Einfach mal, um es ausprobiert zu haben. Trophäe, Human-Kapital. Okay. Ausrüstung wechseln. Ja, machen wir mal. Brauchen wir bestimmt was Neues. Das können wir noch so lassen, wie es ist, glaube ich. Obwohl Windschneide, ja, reißender Windschneide. Jetzt habe ich aber wahrscheinlich meine Techniken nicht mehr. Ich probiere das jetzt aber trotzdem mal aus. Das interessiert mich jetzt einfach. Da bin ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Wow! Was ist das denn für eine coole Klamotte? Alter! Habe ich das jetzt dazu bekommen oder was? Gleich mal ausprobieren aus Spaß. Und sonst, ja, es sind schon ein paar Sachen, die sind stärker. Das Blöde ist, also das hasse ich gern. Oh. Hier, das verstärkt das Ganze. Finde ich aber generell in Spielen blöd, dass die Sachen so einen extremen Unterschied haben. Dass die Teile wohl cool aussehen. Wann habe ich denn das bekommen? Oh mein Gott. Nünne. Eine Nünne. Was ich alles für Klamotten habe, das ist ja der Wahnsinn. Aber das hier sieht wirklich sehr cool aus. So, dann schauen wir mal hier. Dann nehmen wir unser Einhorn-Ding. Und so gehen wir rum. Das ist mein neues Outfit. Nee, noch ein bisschen hübscher geht schon. Da waren wir schon. Brauchen wir noch passende Handschuhe. Die stärksten hier, wenn möglich.
Das sieht gut aus. Ja, das sind auch. Das sind zwar nicht die allerstärksten, aber die haben halt dafür Stichwiderstand plus. Dann nochmal ein schickes Höschen. Das hier sieht gut aus. Auch noch was Besseres. Das da ist noch besser. Sehr gut. Umhang. Dürfen wir das noch drüber? Das sieht ein bisschen blöd aus. Da bringt es auch das eh mehr. Da ist jetzt natürlich die Qual der Wahl. Wo mal das dann schon noch was anderes besser ist. Nee, das ist schon das Beste. Sieht auch mit dem Mantel her an. Ja, sieht auch wirklich nicht toll aus. Versuchen wir mal was anderes. Das da hier würde dazu passen, einigermaßen. Aber so wirklich sicher bin ich mir nicht, dass da hier geht auch. So, das ist schon eher was, wo dazu ansatzweise passt. Also nicht wirklich, aber immerhin. Was kann ich denn jetzt für Waffen? Habe ich denn jetzt noch meine Waffe, die ich tragen kann? Magischer Dolch. Jetzt kann ich diesen magischen Bogen tragen. Das ist interessant. Probieren wir mal aus. Und dann brauchen wir noch was Primäres. Oh ne, das ist der Bogen. Was war dann das? Magischer Bogen. Magischer Bogen. Oh, der ist besser. Dann halt lieber den da. Und dann noch was Sekundäres. Da habe ich. Das da hatte ich, glaube ich, als letztes, oder? Das da hier. Halsabschneider. Welcher ist noch stärker? Ne, war schon die stärkste. Die da hier ging ja noch, aber die ist halt. Ich glaube, der hat einen Effekt, ne? Ne, hat keinen Effekt. Dann nehmen wir halt den stärkeren so. Oh, ich habe das fast das gleiche an wie sie. Wir gehen Partnerlook-Mädel. Okay, schlägt wesentlich schneller zu, muss ich gleich feststellen. Huiuiui. Das ist ja interessant. Frage ist, bringt's das? Das ist die andere Frage. Wir werden uns das nächste Mal ein bisschen anschauen, ob das was gebracht hat. Wenn nicht, dann werde ich mich wieder einfach ummodeln. Und ich würde sagen, ob hier machen wir den Cut. Einhorn Girl. Und dann schauen wir uns mal an, was wir uns da zusammengeflickt haben. Bis dahin, könnt mich da verhaten. Ciao.